Meine Damen und Herren, der zum Spitzenkandidat der AfD für die EU-Wahl im kommenden Jahr gekürte Sachse, Maximilian Krah, hat in den vergangenen Monaten zwei ganz unterschiedliche Ebenen bespielt. Er hat zum einen in seinem Buch Politik von Rechts seine Vorstellung von alternativer Politik auf den wesentlichen Arbeitsfeldern ausgebreitet. Politik von Rechts geht derzeit in die vierte Auflage, aber es wird nie ein massenwirksamer Aufschlag werden. Zwar hat ZDF frontal in einem 6-minütigen Film vor ein paar Tagen Kernaussagen aus Krahs Buch gepickt, um dem gebildeteren Publikum die ganze Schäbigkeit dieses alternativen Politikprogramms vorzuführen. Aber obwohl damit die Strategie der Provokation wieder einmal aufgegangen ist, sprechen wir noch nicht von Masse und vor allem nicht von emotionalem Zugriff. Für diesen suggestiveren Teil des politischen Vortriebs ist das andere Format zuständig, mit dem Krah seit geraumer Zeit experimentiert. TikTok-Videos von maximal 1 Minute Länge. Krahs Team arbeitet frappierend professionell, indem es die an junge Leute gerichtete Botschaft so aussehen lässt, als sei sie spontan mal eben in eine Kamera hinein erzählt worden. Eine Eingebung und zufällig war ein Handy in der Nähe. Ein zuletzt extrem weit verbreitetes Filmchen dieses Zuschnitts beginnt mit dem Satz: Unsere Vorfahren waren keine Verbrecher, und endet auch damit. Dazwischen ist von Stolz die Rede und vom Rat, sich mal mit Opa und Oma zu unterhalten. Implizit fordert Krah seine jungen Zuschauer dazu auf, sich nicht einreden zu lassen, man habe mit seinen Vorfahren nichts zu schaffen, sondern sei durch einen moralischen Abgrund von ihnen getrennt. Über die Wirksamkeit solcher Videos kann man keine analytisch abgesicherte Aussage treffen. Klar ist, sie werden hunderttausende Mal geschaut, sind extrem einprägsam und polarisieren. Wo auf der einen Seite Empörung und Abwehr laut werden, ist auf der anderen Seite ein Aufatmen wahrnehmbar. Das Leben bricht sich Bahn gegen jede Ideologie. Krah selbst hat dieses Aufatmen als Folge eines Befreiungsschrittes beschrieben, der durch eine Tür mit der Aufschrift »Zur Normalität« erfolge. Man spüre jäh, mit welch gewaltigem Aufwand die Gegner ihre geschichtspolitische Erzählung vom Tätervolk und vom neuen, besseren, aber leider immer noch anfälligen Deutschen platziert hätten. Man begreife, mit welchem Konstrukt der Gegner den Blick auf die Normalität verbaut habe. Es ist nicht schwierig, an den Reaktionen der Meinungswächter abzulesen, dass Krah mit diesem Vorstoß seinen Fuß in einen der Taburäume dieser Republik gesetzt hat. Die Vergiftung der Vergangenheit durch moralisierende Geschichtserzählung gehört zu den Grundbausteinen unserer Republik. Das daraus abgeleitete Wehret den Anfängen war und ist eine der starken Waffen zur Beendigung von Diskussionen, die über Daseinsberechtigung, Souveränität und Interessen eines offensichtlich aus der Abstammung abgeleiteten deutschen Volkes geführt werden müssten. Wir haben es bei dieser Vergiftung der Vergangenheit mit einer der wirkmächtigsten Propagandaerzählungen schlechthin zu tun. Die Begriffe deutsches Volk, Rechts, Schuld, Holocaust sind auf emotionaler Ebene so hart miteinander vertratet, dass dies verstandesmäßig nicht mehr aufgelöst, also voneinander gelöst werden kann. Dabei wäre nichts anderes als die Auflösung dieser toxischen Vertratung eine der Normalisierungen, die unser Land so dringend braucht. Wie normal es sich anhört, wenn dem Bekenntniszwang nicht nachgegeben wird, hat neulich auch Alice Weidel gezeigt.
Sie antwortete auf die Frage, warum sie am Tage der deutschen Kapitulation nicht auch zu den Feierlichkeiten in die russische Botschaft gegangen sei, mit folgendem Satz: Also hier die Niederlage des eigenen Landes zu befeiern mit einer ehemaligen Besatzungsmacht, das ist etwas, wo ich für mich persönlich entschieden habe, auch mit der Fluchtgeschichte meines Vaters, daran nicht teilzunehmen. Die versammelte Presse schrieb daraufhin voneinander ab, es gäbe allenthalben Empörung über Weidels Einordnung, denn sie falle damit hinter das zurück, was Bundespräsident Richard von Weizsäcker 1985 doch gültig festgestellt habe, dass der 8. Mai der Tag der Befreiung gewesen sei. Hat er das wirklich gültig festgestellt? Ist das nicht, wie fast alles, eine Frage der Betrachtungsebene? Zur Durchsetzung und Verhinderung neuer Betrachtungsebenen kommt es, wenn Propagandaschlachten gewonnen oder verloren werden. Wir, das heißt wir Rechten, stürmen und überwinden Sprachbarrieren, Denkblockaden, suchen und finden dort Wege, wo es alternativlos nur einen Weg geben soll. Das Unsagbare wird sagbar, denn es war immer schon denkbar und sagbar und wurde nur aus Angst vor Konsequenzen nicht bedacht und gesagt. Wie simpel ist es, wenn es getan ist? Und wie wichtig ist es, nach den Propagandamitteln zu greifen und ihren Gebrauch einzuüben? Denn der Gegner wehrt sich. Er grenzt aus, behindert, unterdrückt. Er denunziert, setzt Machtmittel ein und kriminalisiert. Er nutzt seine Möglichkeiten und Waffen. Und ich will nicht hören, dass jeder von uns anders wäre, hätte er dieselben Machtmittel in den Händen. Wir alle sind aus Sicht der Gegner Unfälle ihrer Umerziehungshoheit. Wir sind diejenigen, mit denen etwas schief ging. Gegen uns ist jedes Mittel recht. Machen wir es kurz. In Deutschland tobt ein geistiger Bürgerkrieg. Es geht um die Vorherrschaft auf medialem, sprach- und geschichtspolitischem Feld, um Deutungshoheit, um den Markenkern einer großen Nation. Die Heftigkeit der Abwehr gegen Neudeutungsvorstöße von rechts erlaubt die Bezeichnung Krieg. Das sieht unter anderem auch der Literaturwissenschaftler Günter Scholz so, der in seinem zuletzt erschienenen klugen Essay »Reden wir über Postdemokratie« zu dem Schluss kommt: Auch Kultur-, Medien- oder Wirtschaftskriege sind Formen der Kriegsführung. So ist es. Also, lasst uns Krieg führen.